Der Debütant Hasan Kayani bei Wheel of MMA, der Debütant bei den Profis. Gegen den Mann, der immerhin schon einmal unter Profibedingungen gekämpft hat, gegen Arian Topalay. Die beiden eröffnen die 54. Ausgabe von Wheel of MMA. Beide in der Mahlauslage, begegnen sich in der Käfigmitte und tasten sich ab. Kayani startet mit einem Lowkick. So, Topalay hier in der weißen Hose hat Größenvorteil und auf jeden Fall Reichweitenvorteil. Das sieht man relativ deutlich. Oh, schöner Calfkick. Der klatscht nicht so sehr ein, aber allein von der Reaktion von Kayani kann man sehen, dass das Ding gesessen hat und auch Wirkung hinterlassen hat. Spinning Backkick. Oh, Topalay, der Mann, der ein bisschen lauert, auch ein bisschen provoziert, schon Kayani aufgefordert hat zu kommen. Oh, lange gestochene Linke. Topalay behauptet die Käfigmitte und kommt hier wieder mit einem Low-Calf-Kick. Und schon wieder, und da holt er ihn hier von den Füßen. Aber setzt nicht nach, er ist recht verhalten gewesen. Ich glaube, er will den Kampf im Stand führen, sonst hätte er die Chance doch genutzt. Sehr schön gemacht hier von Kayani. Hat gemerkt, dass er ein bisschen zurücklag hier im Striking. Verlagert jetzt den Kampf an den Käfig. Ja, die kann man hier die Male hinten auf dem Rücken. Das ist vom Schröpfen vermutlich. Ja, sieht deutlich aus, als wenn er da nochmal die vergangenen Tage so Schröpftöpfe aufgesetzt bekommen hat. Und Topalay beschäftigt ihn mit der Rechten, mit diesen kurzen Schlägen, die nicht viel Schaden anrichten. Da wird er von seiner eigenen Wucht umgerissen, Kayani. Und jetzt Topalay, Ground and Pound. Kayani ist aber in einem Fußhebel drin. Versucht sich hier an einem Kniehebel. Holt sich den jetzt auch. Ah, nicht ganz. Landet jetzt in der Unterlage. Jetzt muss er erstmal verschnaufen. Ah, das hat er ein bisschen überhastet. Schöne Treffer hier von Topalay. Und wird gedreht von Kayani. Jetzt zeigt er seine Grappling-Stärken. 5 Siege. Hauptsächlich durch sein Grappling. Und landet unten. So, die Ecke, die ruft gleich zu Ari Topalay. Also aufpassen, dass er sich nicht einen Kick von Hasan Kayani einfängt. Denn das ist erlaubt. Von unten nach oben darf gekickt werden. Oh, da hat Topalay gut getroffen. Kayani ist mal reingelaufen. Oh, wollte mit dem Flying Knee hier reinkommen. Ja, diese lange Linke von Arian Topalay. Kayani. Oh, jetzt hat die Linke getroffen von Hasan. Und die Rechte hinterher. Und jetzt ist Topalay ein bisschen im Bedrängnis. Ja, will zum Double Deck. Kriegt den auch. Jetzt ist die Frage, kann er unten bleiben? Das ist eine sehr, sehr unangenehme Position hier für Topalay. Der wirkt ziemlich ausgepunkt. Und jetzt holt er sich den in dieser Phase. Da ist er gefährlich. Da ist Kayani gefährlich. So, jetzt darf Topalay auf keinen Fall durchlassen. Gut, hat sich befreit. Topalay kommt und immer Kontakt. Sehr gut wieder hoch. Sehr gut in den Scrambles wieder nach oben gekommen. Kayani fehlt da so der letzte Biss, sich noch die Position zu sichern. Aber gutes Matchup hier bisher. Mit leichten Vorteilen für Topalay. Der sich jetzt hier versucht, den Naked Choke zu holen. Da hat er was. Reichen die 25 Sekunden noch aus? Ah, da dreht sich Kayani noch raus. 20 Sekunden.
Die Runde darf er jetzt nicht unten beenden, ansonsten gibt er sie definitiv ab. Ja, ganz schwierige Position, er biegt sich durch. Die Topperlei versucht noch ein bisschen zu bearbeiten. Runde. Doch, das war eine schwungvolle, eine stimmungsvolle erste Runde. Würde ich jetzt für Topperlei geben. Er hat mehr Schaden hier verursacht als Kajani. Es wurde auch kurz nochmal nachgeschaut. Ring frei zur zweiten Runde, Second Round. Und der wirkt schwer atmend, schwer pumpend. Irgendwie macht er den Eindruck, als wenn er viel mehr mitgenommen ist nach dieser ersten Runde als sein Gegner. Ah, Kajani lächelt ihn schon an. Topperlei muss sich hier auf den Käfig ausruhen. Das hat Kajani gesehen. Oder er macht natürlich die ganz große Show und täuscht was an. Ja, wenn man sich jetzt beide so anguckt, dann ist Topperlei, oh, macht aber die besseren Treffer, ja. Aber da, er will im Stand kämpfen. Kajani kommt immer noch nach vorne, aber man sieht es schon am Gang. Er ist schon gezeichnet von den Calf-Kicks. Bringt jetzt sogar das linke Bein nach hinten, das schon einige Male mit Kicks getroffen wurde. Kajani aber immer noch im Vorwärtsgang. Und schon wieder der Calf-Kick. Wahnsinn, da zieht er jedes Mal durch diesen Kick. Ja, das Bein ist schon gezeichnet. Und jetzt greift er zusammen. Schön, guter Takedown. Macht die Beine zusammen, steigt rüber. Sehr schlechte Position jetzt für Topperlei. Aber er hat sich hier schon mal befreit. Mount-Position am Käfig. Er sitzt da wirklich ganz, ganz ruhig da. Ich weiß nicht, ob er einfach so fertig schon ist, dass er da es über sich ergehen lässt. Da kann er nochmal abschütteln. Kajani dreht sich hier wieder rein. Aber Topperlei hat hier schon zweimal sich wieder die Top-Position geholt und er holt sie sich schon wieder. Und die Triangle-Position. Da ist er wieder draußen. Kajani hier unermüdlich in seinem Vorwärtsgang. Also, dass er die ganze Zeit Aktionen bringt. Topperlei ruht sich jetzt hier schon wieder ein bisschen aus. Und das macht er so, wie es die Ecke gesagt hat. Aufstehen, lösen. Und Leglock-Versuch hier von Kajani. Und Topperlei muss jetzt irgendwie versuchen, da rauszukommen. Oh, starke Linke. Macht sich schwer. Starke Linke. Das sind gerade hier bei uns in der Ecke. Wir können jeden Einschlag der Schläge hören. Und wir hören vor allem auch jedem Atemzug und die pusten beide schon ordentlich durch. Oh, Twister-Eingang. Das ist ein Twister-Eingang. Da kommt aber, ja, die Beine waren unten nicht ganz geschlossen. Da hat er es dann verloren. Twister ist einer der seltenen Submissions, die komplett auf die Wirbelsäule gehen. Kurzes Durchatmen bei beiden. Im Prinzip fast eine Ruhephase schon. Jetzt erst sitzt Ayan Topperlei wieder an. Reingestiegen. Und Kajani jetzt unten in der Mount. Topperlei on top. Immer noch on top. Na, Hasan Kajani versucht es immer wieder, aber kann ihn einfach nicht runterbringen. Andererseits macht er am Boden aber viele, viele Bewegungen und entzieht sich dann auch immer den Bemühungen von Ayan Topperlei. Holt sich den Rücken. Und Topperlei in der Mount-Position. Aber wieder. Holt sich den Nacken von Kajani. Hasan Kajani dreht sich da mal sehr schnell weg. Also er lässt gar keinen Ground and Pound aufkommen. Jetzt muss Kajani nochmal Gas geben, wenn er hier irgendwas zu melden hat. Arian, eine Minute noch.
So, Hasan Kayani, dem läuft die Zeit ein bisschen weg. Die erste Runde hat er wahrscheinlich abgegeben und die zweite, wenn er nicht jetzt noch zwei, drei wirklich Aktionen startet, die ordentlich bepunktet werden, dann ist auch diese zweite Runde weg. So, und da unterbricht Ceyhan Gökül den Kampf und lässt beide wieder aufstehen für die abschließenden, jetzt noch 12 Sekunden. Schöner Einstieg, 10 Sekunden noch. Und noch 10 Sekunden. Das wird nicht reichen für keinen von beiden. Ende der zweiten Runde. Aber war das nochmal so entscheidend, was Hasan Kayani hier in der gelben Kampfshort gezeigt hat? Jetzt ist die Frage, wer hat die entscheidende Ausdauer? Wer hat das entscheidende Quäntchen mehr auf der Waage? Topalai hat die ersten zwei Runden hier viel Dampf abgelassen. Sehr, sehr viel Energie. Er hat eine prekäre Phase gerade gehabt. In dieser Slow-Mo sehen wir es nochmal. Und auch dort. Da war Hasan Kayani im Begriff, den Kampf zu beenden. Es wird jetzt sehr, sehr spannend zu sein zu sehen. Kayani liegt hinten. Auf dem Weg in die Pro-Kategorie. So, Hasan Kayani, der ruft nochmal seine Fans auf. Über 20 sind mitgekommen aus Frankfurt, unter anderem sein Bruder. Haris ist mit dabei und der wird ihn sicherlich jetzt nochmal anpeitschen. Jetzt bin ich gespannt, ob wieder Calfkicks kommen von Topolai. Ja. Und dann noch die linke, knallte richtig rein. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. So, Kayani muss auch die Fäuste hochnehmen, weil er hat schon so viele von diesen langen Händen wirklich mitgenommen. Oh, Spinning Backfist. Naja, die war aber ohne Power geschlagen. Der Kick kommt und kommt und kommt. Nee, und jetzt guck mal, Topalai fixiert den Gegner. Ganz starrer Blick, ganz konzentriert. Wieder die linke. Und Kayani holt sich den Takedown. Topalai fällt fast hinein. Wow, das kann und jetzt da die Mounted Triangle, der hat er vorhin schon versucht, zum Ende der Runde. Was ist los mit Topalai? Fehlt ihm einfach die Kraft jetzt. Jetzt müsste Kayani und Kayani, ihn der wird jetzt hier noch einen Armhebel rauszaubern. Sucht jetzt hier den Eingang für den zweiten Fuß, wenn er damit über die Schulter steigen kann. Er versucht gerade mit dem rechten Fuß über die Schulter zu steigen. Wenn ihm das gelingt, dann kann er den Kampf beenden. Verstehe aber nicht, warum er nicht auf ein paar Schläge platziert hat. Und Topalai dreht ihn schon wieder und Kayani wieder auf dem Rücken. Also sie zeigen beide großes Herz hier in diesem Kampf. Hasan Kayani und Arjan Topalai. Und da ist die Triangle. Da ist die Triangle, die sitzt. Topalai muss sich rausarbeiten. Er ist tief. Aber der Winkel scheint nicht ganz zu stimmen. Jetzt stimmt der Winkel. Das rechte Bein ist drunter, aber der Kopf ist zu weit oben. Kayani müsste jetzt den Kopf nach unten ziehen. Topalai, Kämpferherz. Kayani zieht weiter dran, ist kurz davor, den Kampf zu beenden. Ja, aber Topalai weiß, dass er in Führung liegt. Der schenkt jetzt nichts her. Der gibt nichts her. Der hält den Arm fest, mit dem Kayani ihn fixieren möchte. Hat Kayani die Kraft? Hat er die Kraft durchzuhören? Nein, er lässt selber los. Die Beine sind schon... Der Daumen geht nach oben. He's okay. Schlägt sogar noch. Armhebelversuch. Topalai kriegt der Winkel Luft. Stimmt nicht. Jetzt macht er die Triangle auf. Jetzt hat er auf jeden Armhebelversuch. Fall Armhebelversuch. Was ein spannender Kampf. Kayani muss jetzt den Sack hier zumachen. Noch so eine Chance, darauf kann er nicht setzen. So, und Arjan Topalai, da merkt man, die Ari Konda, die schlängelt sich hier durch diesen Kampf, durch diese letzte dritte Runde. Und wie viel Power hat Hasan Kayani noch? Die Ari Konda schafft es nicht, die linke Ferse richtig nach links zum Boden zu bringen. Dadurch ist der Winkel nicht tief genug. Und dadurch kann er auch den Griff jetzt nicht beenden. Jetzt ist der Armhebel drin, aber da kommt Topalai auch mal raus.
Steigt rüber, 1 Minute 40. Die Beine von Kajani müssen dermaßen übersäuert sein. Ich glaube, der kann die schon gar nicht mehr lösen. Die sind schon fast so ineinander verschlungen, schon fast verkrampft. Aber er lässt ihn nicht mehr raus. Und Arjan Topalay sitzt da richtig fest, wie in so einem Schraubstock. Und er weiß, er kann selber beide Hände nicht lösen. Er muss seinen eigenen rechten Arm sichern. Da ist der Hebel jetzt. Hasan Kajani. Und da kämpft er sich nochmal raus. Wahnsinn. Sehr stark. Was für ein Kampf. Arjan Topalay. Der will den Sieg nicht mehr hergeben. Da hat man es vielleicht im Hintergrund gehört. Das war Haris, das war der Bruder von Hasan Kajani. Eine Minute noch. Und jetzt, was macht er? Warum? Genau. Warum fängt er nicht an und schlägt? Kajani, jetzt ist die Position. Jetzt. Aber da fallen die Fäuste eher runter, als dass sie geschlagen werden. Und wieder jetzt ist er tief drin. Da ist er tief drin. 30 Sekunden. Und jetzt sieht Topalay wirklich sehr schlecht aus in diesem Moment. Kajani, fehlt die Kraft und die Technik zum Finish. Streckt und Topalay kann ein bisschen beugen den Arm wieder. 20 Sekunden, wahnsinnig. Noch nie jemanden so lange in so einer Position in einem Kampf gesehen. Arm in Triangle. 10 Sekunden. Jetzt versucht er nochmal Schaden zu machen. Auf blöd wird das ein Unentschieden. Das ist eine klare 10-8-Runde. Jetzt wird es sehr spannend. Was für eine dritte Runde. Topalay hat die ersten beiden Runden gewonnen. Ja. Könnte man jeweils 10-9 geben. Jetzt ist die Frage, wird diese Runde 10-8, 10-7 eventuell sogar gewertet? Also ich tippe auf ein Unentschieden. Nach dem Verlauf dieser dritten Runde würde ich dir dazu stimmen. Und das war so eine brandgefährliche Situation hier. Und also so lang. Jawohl, das ist Applaus wert. Mega. So eine Materialschlacht. Der linke Arm von Topalay. Die Bänderstruktur. Ladies and Gentlemen, eine alte Regel sagt, dass ein Sieg genauso viel wert ist, wie er teuer war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil. Wir haben ein Mehrheitsurteil, das heißt, die Judges waren sich nicht einig, wie sie den Kampf werten sollten. Und das wiederum spricht für den blanken Durchhaltewillen beider Contender. Das Urteil ist ein Majority Draw, ein Unentschieden aus der Entscheidung der Mehrheit der Judges.